Herzlich willkommen zum Wort des Tages. Mitten auf dem Skulpturenpark in der Haller Innenstadt steht ein großes, bemerkenswertes Kunstwerk, das Kreuz in der geöffneten Tür. Der frühere Kunstlehrer Johannes Schepp aus Borkholzhausen hat diese vielsagende Skulptur aus Eisen geschaffen. Umgeben ist das rostige Kreuz von vielen blühenden Osterblumen. Städtische Gärtner haben sie in Form eines Labyrinths gepflanzt. Wer sich den Weg durch das Labyrinth sucht, kommt schließlich am Kreuz an. Aber der Weg führt durch Sackgassen. Man muss umkehren, einen anderen Weg suchen. Vielleicht auch einen Umweg machen, um ans Ziel zu kommen. Das ist so wie im Leben. Es geht nicht immer geradeaus. Und auch das ist wie im Leben. Am Ende steht das Kreuz, wie ein Schlusspunkt. Unser Leben ist vergänglich, wie die Blumen, die vergehen, und wie das große Kunstwerk, das vor sich hinrostet. Das Kreuz ist Sinnbild für Tod, Ende und Hoffnungslosigkeit. Das Kreuz auf Golgatha war für Jesus das Ende. Jesus war tot. Daran erinnern wir uns am Karfreitag. Aber Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Das feiern wir Ostern. Die Osterglocken hier auf dem Skulpturenpark sind ein Sinnbild für die Kirchenglocken, die zu Ostern erschallen. Und das Kreuz in der geöffneten Tür ist ein Hinweis auf die Auferstehungshoffnung der Christen. Der Tod ist nicht das Ende, sondern die Tür in die Ewigkeit steht offen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Das singen wir in einem Osterlied. Auf schöne Weise hat Johannes Schepp diese tragende Hoffnung durch das Kreuz in der geöffneten Tür zum Ausdruck gebracht.